So, willkommen zu diesem Freundschaftsspiel zwischen dem Kreisligisten A, NK Hajduk Villingen, und dem Kreisligist B, NK Zagreb Villingen. Also beides kroatische Vereine, beides aus Villingen und beide vom selben Sportplatz. Wir springen in die 7. Minute und der unterklassige Kreisliga B ist mit der ersten Chance. 15. Minute, erster Versuch für Hajduk in Weiß von links nach rechts. Aber der Ball wird abgefangen und dann geht es wieder auf die linke Seite und die Flanke kommt rein. Und ja, gute Chance für NK Hajduk. So, dann springen wir auch schon in die 27. Minute. Eckball für NK Hajduk. Ecke kommt von links. Und Kopfball. Und der Ball war auch knapp übers Tor. Und wieder NK Hajduk. Wieder kombinieren sie sich schön durch, aber der Ball wird abgefangen. Der Ball wird alles klar auf rechts gespielt, ja, von NK Zagreb. Ja. Dann kommt der Ball in die Spitze und er kommt vorbei. Und jetzt achten sie auf den Arm. Ja, könnte man das pfeifen? Ja, eigentlich schon oder auch nicht. Egal, wir springen in die 31. Minute. Hajduk hat jetzt ein bisschen die Überhand gewonnen und der Schiedsrichter nimmt es heute sehr, sehr genau. Und Einwurf, der Ball kommt aber wie ein Boomerang zurück. NK Hajduk behauptet den Ball und da steht auf einmal einer frei, komplett im Strafraum. Revoje Josinovic in der 32. Minute zum 1:0 für Hajduk. Hier, der Ball wird wie ein Boomerang wieder zurückgespielt in den Strafraum rein und dann im Rückraum steht der alleine, hat Zeit, kann den Ball annehmen, kann ihn sogar noch einmal aufkommen lassen und schießt ihn dann zum 1:0 rein. So, 33. Minute, wieder Hajduk mit dem Zug nach vorne. Seitenverlagerung auf rechts. Da ist wieder jemand alleine im Strafraum, lässt den ersten aussteigen und dann schießt er am Tor vorbei. Jetzt wieder Zagreb mit Spielaufbau. Das ist die 35. Minute. Das machen sie sehr gut. Bleiben geduldig. Und jetzt schöner Pass. Und jetzt kombinieren sie sich durch. Am ersten vorbei, am zweiten und dann wird halt der Schuss leider geblockt. Ja, es ist halt kein Durchkommen. 42. Minute. Hajduk wieder mit einer Ecke von rechts. Kommt rein. Und der Ball kann geklärt werden. Und jetzt geht es schnell über die linke Seite, Konter. Schöner Pass mit der Außenseite und der Stürmer kann den Ball nicht richtig verwerten. Zweite Halbzeit, 46. Minute, es gibt Abstoß. Der Ball kommt auf, der Abwehrspieler verschätzt sich. Der Ball wird nach außen gespielt. Wieder zurück ins Zentrum. Ist die Sache geklärt? Nein, der Ball wird reingechippt und
einfach reingehämmert von Admir Delibasic in der 46. Minute. 2:0 für NK Hajduk. Hier schön zurückgelegt. Und dann kommt der Chip. Und es dürfte kein Abseits gewesen sein und dann halt einfach reingehämmert. Nicht mal eine Minute später, wieder das gleiche. Der Ball wird abgefangen, aber schlecht geklärt und der Ball landet genau vor die Füße von Silas Hercek. In der 47. 3:0 für Hajduk. Hier einfach einen Diagonalball, der sehr schlecht ins Zentrum geklärt wird. Und dann sind die Spieler von Zagreb nicht wach genug. Und der Stürmer muss einfach reinschieben. Und jetzt hier auch wieder Hajduk im Angriff. Und dieser Ball geht jetzt daneben. Hajduk momentan in einer Powerplay-Phase. 55. Minute schon wieder vom Tor vom NK Zagreb. Hajduk verlagert das Spiel auf die rechte Seite. Die kommen irgendwie durch, aber dann Balleroberung. Es ist mittlerweile so ein Hin und Her. Jetzt Stockfehler von Hajduk. Ball in die Spitze. Und der Ball kommt in den Rückraum und der Ball geht weit übers Tor. Aber Zagreb gibt sich nicht auf und probiert jetzt wieder die Oberhand zu bekommen. Hier Stockfehler von der Nummer 5. Der Ball wird zurückgelegt. Sofort der Schuss und Tor von Revoje Josinovic in der 57. Minute. 4:0 für Hajduk. Hier, der Ball wird nicht richtig geklärt. Dann geht er einmal quer durch den Strafraum. Keiner ist im Rückraum und dann einfach der Schuss. 59. Minute. Fehlpass und dann wird schnell umgeschalten. Schöne Flanke. Der Ball kann angenommen werden, aber dann ist der Schuss zu zentral auf den Torwart. Spielaufbau von Hajduk. Der Stürmer läuft ihn an. Zagreb kann den Ball festmachen, kombiniert sich nach vorne. Lässt einen aussteigen, lässt zwei aussteigen. Und dann schöner Pass, alleine vom Torwart. Und dann leider am Tor vorbei in der 62. Minute. Wir springen in die 80. Minute. Wieder Spielaufbau von Hajduk. Der Sechser holt sich den Ball ab, spielt den Ball nach vorne. Und wieder Aufbau über den Innenverteidiger. Und hier der Fehlpass. Und dieser Schuss geht knapp am Tor vorbei. 81. Minute. Zagreb momentan mit sehr, sehr viel Chancen in dieser Phase des Spiels. Jetzt mal kann sich Hajduk mal befreien. Der Ball kommt nach vorne. 1 gegen 1 und der Torwart hält in Weltklasse. Da kann er sich zurecht feiern. 83. Minute. Wieder Hajduk im Aufbau. Und wieder mit. Nein, diesmal können sie den Ball behaupten. Aber der Pass in die Spitze kommt nicht an. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Zagreb sehr gut mit dem Umschaltspiel. Jetzt wieder alleine vom Torwart. Er kann schießen und er geht knapp am Tor vorbei. Und das war dann auch die letzte Chance des Spiels. Hajduk gewinnt verdient das Spiel. Und man hat den Klassenunterschied leicht gemerkt. Zagreb hat sich gut zurückgekämpft, hat sich nicht aufgegeben
und hat sich Chancen um Chancen erarbeitet.